Arrakis. Dune. Eine Welt, die so sehr nach Wasser dürstet, dass jede einzelne Träne in Ehren gehalten wird. Hier und nur hier wird das Beiß gefunden. Der größte Schatz des Universums und der Grund für nie enden wollende Konflikte, für Verrat und Mord. Schlecht geträumt, Onkel? Nein, Verdauungsstörungen. Von dem grauenhaften Essen hier. Ich kann es nicht erwarten, wieder abzuhauen von diesem fürchterlichen Planeten. Was willst du hier, mein Junge? Sie sind tot, Onkel. Die Bene Gesserit-Hexe und ihr Sohn sind beide tot. Wir haben ein Fremen-Siege entdeckt, in der Nähe des Ortes, wo unser Topter zum Absturz gebracht wurde. Sie wurden zunächst von dieser Atreidenschlange Duncan Idaho gerettet. Der Ökologe Kainz war bei ihnen. Der Mann des Imperators. Wir haben Idaho getötet und Kainz gefangen genommen. Als die Hexe und ihr Sohn zuletzt gesehen wurden, flog ihr Topter in einen Sandsturm. Du hast hoffentlich die Leichen der beiden gesehen. Ich bin ganz sicher, dass sie tot sind. Hast du die Leichen der beiden gesehen? Niemand überlebt einen dieser Stürme, Onkel. Die Windgeschwindigkeit betrug über 800 Stundenkilometer. Nichts kann da überleben. Wie lange habe ich geschlafen? Nicht lange. Der Sturm ist weitergezogen. Es war Yui. Er war derjenige, der uns verraten hat. Sie hatten seine Frau entführt. Du solltest ihn von jetzt an tragen, Paul. Du bist jetzt der Herzog. Wir müssen von hier verschwinden. Ich habe diese Ausrüstungsgegenstände in einem Fach neben der Luke gefunden. Parakompass, Sichtbrillen, Destillieranzüge. Aber wohin wollen wir gehen? Zu den Fremen. Den Fremen? Wir werden sie brauchen, um Arrakis zurückzuerobern. Richtung wir gehen sollen. Nach Süden. Aber da geht es noch tiefer in die Wüste. Ich habe gehört, es soll dort angeblich Sieges geben. Da finden wir die Fremen oder sterben unterwegs.
mir gut. Es ist nur die Anstrengung. Das wird schon wieder. Dachtest du, ich würde es nicht rausfinden? Oder dachtest du, ich wäre zu dumm, um die Wahrheit zu verstehen? Lass uns allein. Was auf Arrakis geschah, entzog sich meiner Kontrolle, Tochter. Eine uralte Fehde zwischen den großen Häusern. Jetzt spiel doch nicht den Überlegenen. Reicht es denn nicht, dass du mich benutzt hast? Benutzt hast? Du schicktest mich als Zeichen deiner Loyalität zum Herzog, machtest mich zum Kurier deiner allerhöchsten Wertschätzung, während du hinter seinem Rücken ein Komplott geschmiedet hast. Sei still, mein Kind. Oder war das eure Idee, Fenring? Das wäre ein Vorschlag, der eurem kranken Gehirn entsprungen sein könnte. Halt den Mund. Und was machst du, wenn ich nicht schweige? Schickst du mich auch zum Sterben in die Wüste wie diesen armen Jungen und seine Mutter? Niemand hat sie irgendwo hingeschickt. Sie sind geflohen. Trotz der Bemühungen des Barons. Er versicherte mir, er hätte zu ihrem Schutz alles getan, was in seiner Macht stand. Du warst darin verwickelt, Vater. Ich weiß, du warst es. Oder du hast nur einfach nichts getan, um es zu verhindern. Es reicht! Es wird eine Zeit kommen, Tochter. Da wirst du deine Naivität ablegen müssen und lernen, was es bedeutet, ein Reich zu regieren. Und wenn diese Zeit kommt, Vater, dann wird es dir vielleicht noch leid tun. Ein paar Kilometer vor uns. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn die Sonne höher steigt, wird es zu heiß. Uns im Schatten ausruhen. Und wenn irgendwelche Harkonnen-Patrouillen so weit vordringen, werden sie es schwer haben, uns zu finden. Bedauerlich. Ein Jammer, dass ihr euch da unbedingt einmischen musstet, Doktor. Ich habe mich nicht eingemischt, Baron. Ich stehe im Dienst des Imperators. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist doch richtig, dass ihr die beiden zu dieser Fremensiedlung geführt habt. Das war Idahos Idee. Er hatte sich mit ihnen angefreundet. Oh, ja, ja. Wir wissen alles über Idaho und seine Versuche, dem Herzog zu helfen. Ein dummes, verzweifeltes Spielchen. Und wo war dieses Fremdenpack, als er sie brauchte? Hä? Also, was werdet ihr denn sagen, wenn der Imperator euch danach fragt, was hier vorgefallen ist? Welchen Eindruck habt ihr? Dass die Wüste ein Henker ist, den Namen oder Rang nicht interessieren, Baron. Naja. Ich nehme an, diese Bene Gesserit-Hure und ihr Sprössling haben das herausgefunden. Oder etwa nicht? Pass auf, dass ihm seine
albernen Ausreden auch wieder einfallen, wenn er dem Tod gegenübersteht. Erzähl mir von den Gewässern deiner Heimat, Muad'Dib. Auf Kaladan hatten wir die Herrschaft in der Luft und auf dem Wasser, Paul. Doch hier brauchen wir Macht in der Wüste. Sie ruft dir zu. Erzähl mir von den Gewässern deiner Heimat, Muad'Dib. Es wird bald Nacht und dann ziehen wir weiter. Hast du dich ausruhen können? Ein bisschen. Und wie geht es dir? Ach, besser. Heute Nacht werde ich versuchen, uns nicht so sehr aufzuhalten. Wie geht's meiner Schwester? Ich habe wieder Träume. Visionen. Sogar wenn ich wach bin. Ich habe sie gesehen, Mutter. In dir. Nicht mal dein Vater wusste davon. Warum nicht? Ich habe keine Gelegenheit gehabt, es ihm zu sagen. Was hast du mir angetan? Ich habe dich geboren. Einen Besessenen. Nein, keinen Besessenen. Was dann? Diese Welt verändert mich. Das liegt am Spice. Es ist in der Luft, die wir atmen. Und in jeder Mahlzeit, die wir essen. Ich kann ihm nicht entfliehen. Trink es aus. Der beste Ort, Wasser zu speichern, ist in deinem Körper. Der Destillieranzug erledigt den Rest. Wenn wir auf dieser Düne bleiben, erreichen wir die Berge viel schneller. Hältst du das für eine gute Idee? Es ist der kürzeste Weg. Ja. Warte hier. Passieren dürfen. Ich habe diese Dünen offenbar unterschätzt. Wir haben den Parakompass verloren.
muss gehört haben, wie wir gefallen sind. Lauf schnell! Ich kann ihn nicht sehen! Ich kann ihn nicht sehen! Nicht stehen bleiben! Es müssen Menschen hier gewesen sein, damit so viele Pflanzen überleben konnten. Fremen. Wir müssen sie finden. Die meisten, die hier eindringen, bedauern es, die Fremen zu finden. Nicht weglaufen. Es gibt kein Entkommen. Stilgar. Der Fremde, der mit Duncan Idaho zu meinem Vater gekommen ist. Ihr wart bei der Durchquerung der Wüste sehr unvorsichtig. Ihr habt einen Wurm gerufen. Ihr habt uns beobachtet? Die ganze Zeit über? Wir haben euch nicht gesehen. Das solltet ihr auch nicht. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit, Stilgar. Das ist der Junge, nach dem Liette uns gebeten hat zu suchen. Wie können wir da sicher sein? Wir nehmen ihr Wasser und verschwinden. Sei still, Chamis. Wie ihr hören könnt, habe ich ein Problem zu lösen. Meine Leute sind vorsichtig und pragmatisch. Gute Eigenschaften in der Wüste. Man verpasst lieber eine gute Gelegenheit, als das Unglück herauszufordern. Euer einziger Wert ist im Moment das Wasser in euren Körpern. Du kennst das Gesetz, Stilgar. Ja. Das Gesetz. Sag ihnen, sie sollen aufhören, meinen Sohn zu verfolgen. Sag es ihnen. Hört auf! Lasst den Jungen in Ruhe! Habt ihr verstanden? Ist das euer Willkommensgruß für Freunde von Liette? Sagt schon! Miseses Precha! Andraltere Pera! Als Anführer dieses Stammes gewähre ich der Zauberfrau und ihrem Sohn bei uns Asyl. Kein Fremde irgendwo wird Hand an euch legen, solange ihr unter meinem Schutz steht. Wie lange wird das sein? Sei nicht dumm, Frau. Ihr seid vor den Harkonnen geflohen. Flieht lieber nicht auch noch vor uns. Verehrung. Ich habe schon von den Zauberkräften gehört. Wenn ich mir vorstelle, was ein Mann damit ausrichten könnte. Wir können zweifellos viel voneinander lernen. Du kannst runterkommen, Junge! Deine Mutter hat sich bewiesen! Er wird nicht kommen, bis ich es sage. Disziplin? Ja, gut.
Paul? Paul! Er ist hier! Er ist unverletzt. Wir kommen jetzt runter. Lass mich in Ruhe. Hat eine Menge Krach beim Klettern gemacht. Er muss noch viel lernen. Stilgar, kannst du reisen, Jarmis? Er hat mich überrascht, das ist alles. Natürlich kann ich reisen. Gut. Wir haben jetzt zwei bei uns, die nicht ausgebildet sind. Formiert euch! Wir flankieren sie. Wir müssen es vorm Sonnenaufgang bis zu den Krathöhlen schaffen. Chani, du wirst dich um den da kümmern. Mein Name ist Paul. Nur bis wir dir einen neuen geben. Folge mir. Tu genau das, was ich tue. Unser Zuhause ist da drüben. Siege Tabar. Wir werden morgen dort sein. Schon morgen? Aber das muss hunderte von Kilometern entfernt sein. Es wird ein harter Ritt. Die Sonne wird bald aufgehen. Die Patrouillen kommen manchmal so weit. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns sehen. Wenn ihr uns eure Destillieranzüge gebt, werden wir das Wasser für euch rausholen. Hier ist etwas zu essen. Weiß? Wir haben keine Leckerbissen aus der Stadt, wie du sie gewohnt bist. Es ist gut. Sehr gut. Sie ist das Mädchen, nicht wahr? Das Mädchen aus deinen Träumen. Ich sehe das an den Blicken, die du ihr zuwirfst. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sei vorsichtig, Paul. Wir sind neu für diese Menschen, genau wie sie für uns. Alles, was wir sagen und tun, muss wohl überlegt sein. Die Zukunft vorhersagen und dann warten, bis sie eintrifft. Das sind abergläubische Menschen. Wenn wir überleben wollen, wäre es am besten, wir respektieren ihre Legenden.
Verwalter des Sandes. Ich bin ein Wesen der Wüste. Ein Wesen der Wüste. Es darf noch nicht zu Ende sein! Denn es gibt noch viel zu tun! Die Explosion hat sich irgendwo im Osten ereignet. Ich schlage vor, ihr geht mal nach. Eine Spice-Explosion. Irgendwo im Osten. Sieht nach einem großen Feld aus. Bevor die Harkonnen kommen, werden wir Sammler dorthin schicken. Ihr erntet das Spice? Wir bestechen damit die Raumfahrergilde. Es ist Liets Wunsch. Wir machen das, damit der Himmel frei von ihren Satelliten ist. Sodass niemand erfährt, was wir hier tun. Du wirst schon sehen. Amtal! Ich will die Amtal regeln! Jamis! Was heißt das? So will er das bewältigen, was gestern Abend passiert ist. Das war nur ein Zufall. Er hat mich überwältigen können, weil er Zauberkräfte benutzt hat. Amtal, das ist mein Recht! Du darfst dich nicht einmischen. Jamis hat ihn herausgefordert. Du lässt dich auf ein gefährliches Spiel ein. Stilgar! Geh ihm aus dem Weg. Wenn du weißt, was gut für dich ist, wirst du einen ehrenvollen Weg finden, um diese Sache zu beenden. Ruhe! Ich will, dass sie ruhig ist. Sie versucht, mich zu verzaubern. Wenn du das nochmal versuchst, wir wissen, dass es deine Zauberkraft ist, dann wird es mir nicht mehr möglich sein, dich oder den Jungen zu beschützen. Hör auf. Du kannst es nicht verhindern. Ein Krüßmesser. Unsere rituelle Waffe. Benutze sie gut. Möge deine Klinge zerbrechen. Mein Blut finden. Ja.
du auf? Auf keinen Fall! Das ist gegen die Regeln. Das hier ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er musste noch nie töten. Was? Dann sollte es besser lernen. Hätte nicht passieren müssen. Es ist unser Brauch. Euer Brauch? Einander umzubringen? Kein Mann wird als Anführer akzeptiert, wenn er nicht im Zweikampf siegt. Es gibt eine Legende bei uns, dass einer mit der Stimme der Außenwelt kommen wird, der Mahdi. Er besitzt den Schlüssel zu unserer Zukunft. Die Legende besagt auch, eine Bene Gesserit wäre seine Mutter, eine Sayyadina, eine Freundin Gottes. Es gibt Gerüchte über dich und deinen Sohn. Aus der Stadt. Von Liet. Ihr hofft wirklich, ich wäre diese Frau und Paul der Mahdi? Ich hoffe es. Und ich fürchte es. Denn wenn es stimmt, dann muss mich dein Sohn irgendwann herausfordern. Und mit mir um die Stammesführung kämpfen. Das Hanui ist vorbereitet. Es wird Zeit. Es ist unser Brauch. Judica Mantene. Aus dem Wasser kommt alles Leben. Vila Kaifa. Das Fleisch gehört dem Menschen, aber sein Wasser gehört seinem Stamm. Vila Kaifa. Ich war ein Freund von Jarmis. Als das Habichtflugzeug auf uns herabstieß, bei dem Felsloch, da war es Jarmis, der mir das Leben gerettet hat. Vila Kaifa. Ich war ein Freund von Jarmis. Vila Kaifa. Ich war ein Freund von Jarmis. Vila Kaifa. Freund von Jarmis. Ich lernte von ihm, wenn man tötet, bezahlt man dafür. Vila Kaifa.
Wasser. Jamis enthielt 33 Liter des Stammeswassers. Geprüft und gemessen. Nach einem Zweikampf bekommt der Sieger das Wasser. Wenn man ohne Destillieranzug kämpft, erhält man so das im Kampf verlorene Wasser wieder zurück. Mögest du es für den Stamm hüten und davor bewahren, verloren zu gehen. Sei freigebig damit in Zeiten der Not. Und gib es zum Wohle des Stammes weiter, wenn deine Zeit gekommen ist. Bila Kaifa. Und jetzt braucht er einen Namensdilger. Es ist Zeit. Wie sollen wir dich von jetzt an nennen, junge Atreide? Unter welchem Namen sollen die Fremen dich kennen? Wie ist der Name dieser kleinen Maus? Sie lebt in der Wüste. Die Maus, die so springt. Muad'Dib? Möchtest du so heißen? Ja. Muad'Dib. Sie weiß alles über das Leben in der Wüste? Versteckt sich vor der Sonne? Ist nachts unterwegs? Wir nennen sie den Lehrer der kleinen Jungen. Muad'Dib. Ja, eine gute Wahl. Also von jetzt an wird man dich anreden mit Muad'Dib. Genau das tun, was ich tue. Euer Leben hängt davon ab.
soll das sein? Der, der kommen wird. Mahdi. Zu der Spice-Explosion geschickt hat. Lass ihr etwas Zeit, Mordi. Liette ist tot. Wir fanden seine Leiche in der Nähe der Spice-Explosion. Dr. Kainz ist tot? Harkon in Niedertracht. Sie hat ihren Vater sehr geliebt. Fehlt ein neuer Tausammler. Erzähl mir von den Gewässern deiner Heimat, Muad'Dib. Wir hatten große Flüsse. Große, fließende Wasseradern. Von den Schneefeldern der Berge bis zu Seen, die so groß sind, dass man das andere Ufer nicht sieht. Ozeane voller Wasser. Unser Haus lag an der Küste. Es gab große Wellen, die in einem Fort gegen die Klippen krachten. Das Geräusch hat mich in den Schlaf gebracht. Mein Vater hatte einen Traum, Muad'Dib. Er träumte, dass wir es schaffen könnten, diese Welt eines Tages zu verändern. Damit sie mehr wie deine Heimat wird. Windfalle. Es gibt heute Morgen sehr viel Feuchtigkeit. Mein Vater ruht in Frieden. Muad'Dib. Tausende von diesen Speichern. Nur ein paar von uns kennen sie alle. Ich kenne diesen Ort. Niemand von der Außenwelt hat ihn je gesehen. Ich habe ihn gesehen. In meinen Träumen. Das ist das Wasser, mit dem wir das Angesicht von Arrakis verändern wollen. So wie mein Vater es gelehrt hat. Der mit der Stimme der Außenwelt wird kommen. Der Mahdi. Dann machen wir ein Paradies aus Arrakis. Und niemand wird je wieder zu wenig Wasser haben.
Komm rein. Ihr habt mich gerufen, Hoheit. Ich habe einen besonderen Auftrag für dich, Farah. Ich bin eure Dienerin, my lady. Ich werde dich auf den Harkonnen-Planeten schicken. Giedi Primus. Ich möchte, dass du das Vertrauen der Familie des fetten Barons gewinnst. Sein Neffe Feth ist ein ganz eitler Typ. Er sollte besonders empfänglich für deinen überwältigenden Charme sein. Und was soll ich damit aus ihm herausholen? Ich will wissen, was in der Nacht, als Herzog Leto und seine Familie getötet wurden, auf Arrakis passiert ist. Ich will genau wissen, wie es geplant wurde. Wer daran beteiligt war. Und ich will wissen, wer die Verbündeten der Harkonnen waren. Ich tue mein Bestes. Daran habe ich keinen Zweifel. Genau wie du gesagt hast, Stilgar. Die Gier der Harkonnen nach Spice ist das zuverlässigste Leuchtfeuer des Universums. Erkundungsteam am Boden. Ihr Einsatz in alle. Wenn Spice vorkommt, sollen wir eine Erdmaschine rufen. Noch jemand gehört? Wir mussten noch nicht mal den Topter beschädigen. Die Männer fliegen ihn zu unseren Höhlen nach Beiz. Notruf und keine Hinweise auf einen Absturz, als wir zu der Stelle geflogen sind. Das ist der dritte Topter diesen Monat. Das Vorkommen, das Sie untersucht haben, war nur vorgetäuscht. Vermutlich eine Falle, um Sie dorthin zu locken. Verdammtes Wüstenpack! Die haben wir gestern Nacht bei einer Razzia am Randwall aufgegriffen. Sie sind Sympathisanten der Wüstenbewohner. Gnade, Gouverneur. Wir sind Flüchtlinge. Wir sind am Verhungern. Lügner! Spione! Das seid ihr, nichts anderes! Spione für dieses Wüstenpack! Diese Dreckskerle, die meine Speislagerhäuser überfallen und königliche Ausrüstung zerstören! Nein. Wir sind arm. Wir haben keine Waffen. Das wollte er gerade verschwinden lassen, als wir ihn erwischt haben. Schick diese Botschaft an die Fremen in der Wüste! Sagt ihnen, was ihr hier gesehen habt! Mahdi, Mahdi! Sagt ihnen, was sie zu erwarten haben! Mahdi! Schick die da weg, Fade, und komm her. Ich will, dass du das siehst. Der neueste Gruß von deinem Bruder. Mahdi! Er scheint sich offenbar zu amüsieren. Der Appetit dieses Dummkopfes aufs Zünden erstaunt mich immer wieder. Wenn er mit ihnen fertig ist, wird keine Bevölkerung mehr da sein, die man regieren kann. Nun reg dich ab, du prachtvoller Bursche. Ich erlaube ihm nur, sie so brutal zu unterdrücken und sie so zu quälen, bis du dort eintriffst. Der schöne Feth, der sie retten kommt vor dem Monster Rabban. Oh, sie werden reif sein für dich, du hübscher Bursche. Feth der Retter, sie werden jubeln in den Straßen. Du kannst ihnen sogar den Kopf deines Bruders schenken, wenn du das unbedingt möchtest.
Und dann wirst du zudrücken. Und zwar so wie mit einem Schraubstock. Auf dass sich unsere Schatzkammern füllen werden. Mit den Gewinnen aus dem Spice. Niemand wird als Anführer respektiert, wenn er nicht zuvor im Zweikampf gesiegt hat. So ist der Brauch. Fordere ihn heraus! 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 Was siehst du eigentlich, Muad'Dib? Wenn du so abwesend bist, wo gehst du dann hin? An viele Orte. Auf vielen Wegen. Zu vielen Entscheidungen. Und haben diese Entscheidungen Gutes oder Schlechtes zu bedeuten? Das weiß man manchmal nicht. Es gibt nur entweder gute oder schlechte Entscheidungen. Hast du denn niemals Angst, Stilgar? Vor Stürmen etwa? Vor der Zukunft. Die Zukunft, Muad'Dib, geschieht einfach. Sie sind die Geister! Überall! Wir sind bereit, Muad'Dib. Muad'Dib, es wird langsam Zeit. Wir müssen weg. Erwartet, ehrwürdige Mutter. Wer weiß sonst noch, dass er hier ist? Niemand. Er hat bei seiner Ankunft darum gebeten, dass wir niemanden außer euch rufen sollen. Anderen Hexen müssen verschwinden. Wie ihr wünscht. Dieser Besuch ist ebenso indiskret wie unerwartet. Hoffen wir, dass der Imperator nicht neugierig geworden ist. Das Misstrauen des Imperators ist leicht zu besänftigen, weil er so abhängig ist von unseren Diensten. Daran erinnert er uns auch immer wieder gern. Die Navigatoren sind in großer Sorge. In Sorge? Sie sind so besorgt wegen der Zukunft. Es zieht ein Problem am Horizont auf. Welche Art von Problem? Sie sind besorgt wegen eines Nexus, den sie nicht ganz erforschen können. Eine Kreuzung von Ereignissen, ein Zusammentreffen von zahllosen, winzigen Entscheidungen, über die man auf einen Pfad gelangt, den sie nicht sehen können. Und wo ist dieser Nexus? Auf dem Planeten Arrakis. Das Haus Harkonnen kontrolliert jetzt Arrakis. Die Atreiden sind tot.
Es geht hier nicht um eine Fehde zwischen den großen Häusern. Wir spüren das Eingreifen einer höheren Macht. Ein falscher Schritt wäre katastrophal. Dann verstehen wir uns ja wohl. Selbstverständlich. Wir tun, was wir können. Ich dachte, ich hätte etwas gespürt. Das Weiß muss fließen. Das Machtgleichgewicht muss unbedingt gewahrt werden. Sayadina? Ich bin wach, Chani. Gibt es irgendeine Nachricht? Einen Kurier vielleicht? Nein, die Überfälle finden im Hagerbecken statt. Sie riskieren erst Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn sie wieder tief in der Wüste sind. Sayadina. Gibt es noch etwas? Nein, es ist nur deine Haut. Ach, meine Haut. Wir kennen viele Geschichten über Außenweltler, über die Bewohner von Wasserplaneten, deren Haut so feucht ist, dass sie sich samtig anfühlt. Muad'Dibs Haut ist so ähnlich. Paul, Muad'Dib ist ein junger Mann. Ich meine, er hat ja noch das Feuer der Jugend. Ja. Und ich bete, damit er gesund zurückkehrt. Wir beide tun das, Chani. Schmuggler transportieren uns als Beißtribut an die verfluchte Raumgilde. Der Imperator weiß davon nichts. Aber Bestechung ist gefährlich, Stilgar. Die Empfänger werden immer gieriger. Der sichere Weg ist der langsamere, Muad'Dib. Bestechung hält den Himmel über unseren Sieges frei. Damit können wir uns Zeit erkaufen. Was nicht, Muad'Dib? Ich dachte, ich sehe jemanden, den ich kenne. Ich sage den Männern, sie sollen den Abflug der Schmuggler verzögern. Nein, Stilgar. Lass sie abfliegen. Ich habe mich wohl getäuscht. Die Geduld meines Vaters ist langsam zu Ende. Diese Schwierigkeiten auf Arrakis sind offenbar schwer in den Griff zu kriegen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich will, dass du Vorbereitungen triffst für eine Reise nach Ge'edi Primus. My Lady! Der Neffe des Barons wird bald seinen Geburtstag feiern. Der Imperator sollte dort vertreten werden, meinst du nicht? Ich habe Lust auf ein großes Fest.
Außerdem wird es Zeit, etwas von dieser Naivität abzulegen. Sie wird nicht dahin reisen! Ich werde auf keinen Fall erlauben, dass dieses halsstarrige, unbesonnene Kind in Babylon herumstreunt. Mein Gott! Was für eine Katastrophe könnte das werden? Die älteste Tochter aus dem Haus des Imperators, eingewickelt von Leuten wie Harkonnen und seinen grauenhaften Abkömmlingen. Ja, eine Katastrophe, in der Tat. Aber vielleicht kann der Verführer ja selbst verführt werden. Je mehr wir über die Pläne des Barons wissen, desto besser sind wir vorbereitet auf die Schlussphase. Unsere Spione auf Giedi Primus haben nur begrenzt Zugang. Eure Tochter hat sich hingegen beim Sammeln von Informationen als sehr geschickt erwiesen. Wenn sie mit sanfter Hand geführt wird, könnte sie uns wieder mal ganz nützlich sein. Ihr wisst, was man in euren Sieges sagt. Es heißt, der Mahdi sei gekommen. Doch ihr, als Naibs eurer Stämme, seid noch vorsichtig. Ihr wehrt euch. Aber ich biete euch die Zukunft. Die Zukunft, wie Liet sie sah. Woher weißt du, was Liet gesehen hat? Weil ich es auch gesehen habe. Hier. Und hier. Und wenn wir Arrakis von den Harkonnen befreien, dann können wir seinen Traum wahr machen. Ich verspreche euch. Arrakis wird zu dem Paradies, das sich Liet erträumt hat. Mein Junge, mit Gereia-Angriffen wirst du Arrakis nie befreien. Dazu ist ein richtiger Krieg nötig. Darum bitte ich euch um einige hundert eurer besten jungen Männer. Ich möchte ihnen Zauberkräfte beibringen, sodass sie zurückkommen und hunderte andere ausbilden können, die wiederum hunderte ausbilden. Und aus den Hunderten werden bald Tausende. Die Fedaiken, eine den gefürchteten Sardaukar ebenbürtige Macht. Eine Macht, die auch dem Imperator Angst machen wird. Mein Vater hat mir einmal gesagt, man würde auf Arrakis die Macht in der Wüste brauchen, um regieren zu können. Ihr seid diese Wüstenmacht. Und nichts kann euch aufhalten, wenn ihr daran glaubt. Also du bist es. Jessica von den Zauberkräften, unsere ehrwürdige Mutter Ramallu. Meb sagte, du wärst wunderschön. Sie sagte auch, sie bemitleide dich. Ich will nicht bemitleidet werden. Das würde ich mir noch überlegen. Viele Gerüchte über euch in den Sieges. Ich höre, wie die Leute vom Mahdi sprechen. Und sie rufen immer wieder den Namen Muad'Dib. Er ist ein geborener Anführer. Wie sein Vater. Sein Mut ist bewundernswert. Um zu überleben, was auf ihn zukommt, wird er mehr als nur Mut brauchen. Ist deinem Jungen eigentlich bewusst, was hier geschieht? Ja, das ist ihm klar. Wie ich sehe, hast du unsere Legenden gut genutzt. Wir mussten überleben. Und das wirst du auch. Für eine Weile. Aber vergiss bitte nicht,
Die Legende, die euch beschützt, die kann euch auch zerstören. Wie geht es dir? Ganz gut. Nur manchmal bin ich müde. Sie ist gesund. Und sie wächst schnell. Ich habe die Frau gesehen, die Sie die ehrwürdige Mutter nennen. Ja, sie ist aus dem südlichen Siege hierher gekommen. Warum? Sie wollte mich sehen. Und dich. Sie ist eine Bene Gesserit. Eine unserer Missionarinnen. Das passt sehr gut. Stilgar sagt, du hast viel gelernt. Er ist strenger, als es Havard je war. Chani hat sich offenbar sehr gefreut, dich wiederzusehen. Warum hast du ihn nicht geheiratet, Mutter? Weil ich ihn geliebt habe. Solange dein Vater unverheiratet war, gab es für einige große Häuser noch die Hoffnung auf eine Allianz durch eine Hochzeit. Wir beide wussten, was das bedeutet. Und machten uns keine Illusionen. Du wärst nicht dagegen gewesen? Ich hätte es sogar befürwortet. Politik also? Ja. Politik. Dem Hashra war, da habe ich von diesem Garten geträumt. Aber er war nicht hier, er war irgendwo anders. War ich dort? Ja. Und da waren auch Kinder. Sie haben gespielt und waren sehr glücklich. Ein wunderbarer Traum. Chani. Hältst du es für möglich, dass man jemanden so sehr liebt, dass man bereit wäre, ihn aufzugeben? Ich denke, dass es Zeiten gibt, in denen es nötig ist, den Menschen, den man liebt, mit Dingen, die von größerer Bedeutung sind, zu teilen. Alles ist miteinander verbunden, eins mit dem anderen. Das Leben und der Tod, das Lebendige und das Leblose. Ein System, bei dem jedes Teil die Aufgabe hat, dem Ganzen zu dienen. Riechst du den Geruch in der Luft, Muad'Dib? Ein Zimtgeruch. Die Vorspeismasse liegt unter uns. Vielleicht 30 Meter oder mehr, aber reif.
Der Bringer hat dort ein Nest hinterlassen, vor langer Zeit schon. Seine Kinder haben sich zusammengetan, um zu überleben. Sie sind gewachsen. Sie verlieren jetzt das Wasser. Es vermischt sich mit ihren Ausscheidungen. Und wenn sich genug angesammelt hat, wird sich eine riesige Fontäne mit ungeheurer Kraft erheben. Eine Spice-Explosion. Es wird mit dem darüberliegenden Sand ausgetauscht. Die Sonne und die Hitze werden es austrocknen. Und schon bald... Spice. Der größte Schatz des Universums. Der Wurm ist... Also der Spice. Jetzt weißt du es. Bei der Explosion sterben viele der kleinen Bringer. Der Rest kriecht davon und wird einmal zu Shai-Hulud, zu großen Würmern. Vielleicht fangen wir ein paar davon ein und hindern sie am Wachsen für das Wasser des Lebens. So, das reicht für heute. Wenn Religion und Politik im selben Boot sitzen, wird ein Wirbelsturm folgen. Du bist der Kwisatz Haderach, mein Junge. Der Mann, der zum gleichen Zeitpunkt an vielen Orten sein kann. Du bist der Wirbelsturm. Es ist schon fast Nacht, Murdib. Wir müssen in den Tzeetsch zurückkehren. Du hast wieder geträumt. Ungeduldig, Farouk. Du bewegst dich zu früh. Versuch's nochmal. Achte auf seine Körperhaltung. Selbst die geringste Veränderung in seiner Atmung gibt dir einen Vorteil. Schon besser, Farouk. Du wirst es bald können. Ich bin Otim. Das sind meine Brüder aus dem Siege Garakulan. Wir sind gekommen, um den zu finden, der sich Muad'Dib nennt. Ihr seid weit von eurem Stamm entfernt, Otim. Wir wollen uns eurem Kreuzzug anschließen. Wir wollen die Zauberkräfte erlernen. Wir möchten Fedaikin werden. Habt ihr den Segen eures Naib? Haben wir.
Wir werden gut kämpfen, Muad'Dib. Ich glaube dir. Lasst sie ihr Wasser mit unserem vermischen. Glückwunsch zur Perfektion eures Erben, Baron. Er wird sich heute Nachmittag seinem 100. Sklavengladiator in der Arena zum Kampf stellen. Er scheint gut vorbereitet zu sein. Also vielleicht könnten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns ein bisschen zu unterhalten. Es gibt viel zu besprechen. In der Tat. Falls ihr dem zustimmen solltet, my lady. Ich fühle mich hier sehr gut unterhalten. Hervorragend. Mit eurer Erlaubnis? Welches andere Haus wäre bereit gewesen, sich selbst zu erniedrigen, damit der Imperator einen missliebigen Herzog loswerden kann? Diese Frage hat er sich auch schon gestellt. Soll das etwa heißen, dass der Imperator etwas gegen mich im Schilde führt? Spekulation ist keine lohnende Wissenschaft, Baron. Wir sollten lieber unsere Energie auf das Wichtigste konzentrieren. Das Weiß muss fließen. Ich muss sagen, ich fand die Architektur der Harkonnen schon immer sehr ungewöhnlich. Die Harkonnen-Patrouillen gehen immer mehr Risiken ein. Sie dringen immer tiefer in die südlichen Regionen vor. Das wird zum Problem. Irgendwann wird die Bestechung der Gilde nicht mehr reichen, um uns zu schützen. Wir sind uns einig. Beim nächsten Mond werden wir losziehen. Wenn die Harkonnen diesen Ort finden, darf nichts übrig sein außer dem Wind, der durch die Felsen heult. Jetzt führt kein Weg mehr zurück. Bezwingt den Bringer! Hulud uns beiden gnädig sein.
Wenn es wieder Nacht wird, müssen wir diesen Siege verlassen, der uns so lange Schutz geboten hat. Wir müssen nach Süden gehen, tief in die Wüste. Wohin der Dämon Harkonnen uns nicht verfolgen wird. Aber unsere ehrwürdige Mutter wird eine so weite Reise nicht überleben. Damit wir diese beschwerliche Reise nicht ohne ihre Stärke und Führung antreten müssen, hat sich Sayadina Jessica einverstanden erklärt, sich dem Ritus zu unterziehen. Das ist gefährlich. Und Jessica könnte versagen. Und damit wir nicht alles verlieren, wird Chani, die Tochter des Liet, zu Sayadina geweiht werden. Zu einer Freundin Gottes. Hiermit weihe ich die Tochter des Liet zu einer Sayadina. Hier ist das Wasser des Lebens. Das Wasser, das deine Seele befreien wird. Wenn du eine ehrwürdige Mutter bist, wird sich dir das Universum öffnen. Lass Chai Hulut nun urteilen. Du musst das jetzt trinken. Was passiert mit ihr? Das Wasser ist giftig, bis sie es umwandelt. Lass den Dingen ihren Lauf. Mutter! Dort darfst du nicht hingehen. Das ist der einzige Ort, den wir nicht sehen dürfen. Der Ort, wo nur der Quisa Zaderach hingehen darf. Du musst dich abwenden, Jessica, sonst wirst du verrückt.
keine Angst. Ich habe dir viel zu zeigen. Hier ist mein Leben, Jessica, von den Zauberkräften. Und die Leben, die vorher waren. Jetzt gehören sie dir. Müssen. Heilige Mütter, was haben wir getan? Das verändert euch beide. Deine Tochter ist in Gefahr. Nimm sie in die Arme. Sie muss alles sehen, was wir sehen. Das ist der einzige Weg, wie du sie retten kannst. Verwandle das Wasser, Jessica. Du musst es jetzt umwandeln. Nicht wahr? Herzog Leto dachte, er würde die Kontrolle über Arrakis erlangen. Aber er wurde nur gemästet, um geopfert zu werden. Der Todesstoß, Fed. Erzähl mir von dem Todesstoß. Gnadenlos und überraschend. Die Atreiden hatten nie eine Chance. Die Sardaukar hatten den Palast sehr schnell abgeriegelt. Die Sardaukar? Die letzte Nachricht an deinen Vater habe ich selbst abgeschickt. Mutter! Ja? Mutter Ramallo ist tot. Aber sie bleibt unter uns. Du hast das Wasser umgewandelt. Jetzt wissen wir, dass du uns nicht getäuscht hast. Paul? Die ehrwürdige Mutter hat das Wasser des Lebens umgewandelt. Jetzt ist es ungefährlich für uns, es zu trinken. Und was habt ihr mit dem Sohn und seiner Mutter, ich meine die Konkubine des Herzogs und ihren Sohn, gemacht? Während eines Sturms wurden sie von der Wüste verschlungen. Ihr habt ihre Leichen gefunden und sie verschwinden lassen? Sie wurden nie gefunden. Ihr habt ihre Leichen nie gefunden? Thank you.
Zitterst du? Ich habe Angst. Wovor? Vor dir. Du lässt mich Dinge sehen. Was siehst du denn? Ich sehe uns. Zusammen. Da ist ein großer Sturm. Ich halte ein Kind in meinen Armen. Unser Kind, Muad'Dib. Und das ist kein Traum. Ich kenne dich, Chani. Ich habe dich schon immer gekannt. Wir saßen auf einem Felsen über dem Sand. Und ich habe dich getröstet. Wir haben uns in der Dunkelheit geliebt. Und wir sind zusammen alt geworden. In den Geschichtsbüchern wird stehen, dass die Fremen kurz davor waren, ihre Messias zu finden. Dass Paul Atreides seine Rache bekommen würde. Und diese Welt, wie wir sie kennen, sich für immer verändern würde. Aber die Geschichte des Wüstenplaneten ist noch lange nicht zu Ende.